Hallo und herzlich willkommen zurück zu Garden Witch Live. Ja, es ist wieder ein bisschen Zeit vergangen und wir können uns jetzt endlich bei Tin melden. Was haben wir denn hier? 7. Anschauen. Ach, Oregano. Ah. Ja, sehr cool. Ich würde das ja am liebsten immer alles hier so stehen lassen, ne? Aber irgendwann sind die Sachen dann natürlich auch weg und dann hat man sie nicht eingesammelt. Was bist du denn hier? Du bist ein Fichtenbaum. Ja, so grundsätzlich finde ich das ja toll, wenn hier Bäume wachsen, aber doch nicht hier direkt in meinem Weg. Können wir dich nicht irgendwo anders hinstellen oder so? Also wenn ich den jetzt ernte, dann kriege ich Stöckchen raus, oder wie? Ja, aber ich muss den hier wegmachen. Also, ich meine, ne, das geht einfach nicht, dass der sich jetzt hier so in den Weg reinstellt. Es tut mir wirklich leid, Bäumchen. Aber dich muss ich jetzt wirklich leider wegnehmen. Weil, ja. Der ist richtig groß geworden hier, der Busch. Schauen wir mal eben. Also, ich habe auch gelesen, vielen, vielen Dank für eure vielen Kommentare übrigens. Ich habe auch gelesen, dass ich jetzt jedes Mal auch Ausdauer verbrauche, egal was ich mache. Oh, der Baum ist aber richtig groß geworden hier. Der sieht richtig schön aus. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen mit allem, was ich tue. Aber ich sag mal, gießen muss ich ja trotzdem. Das ist halt das Problem. So, hier Gras bin ich auch mal so ein bisschen. Was bist du denn hier? Feengras. Oh, ja, sehr cool. Hier kommt auch noch ein Bäumchen hin. Das ist auch cool. Die sind eigentlich noch nass hier, ne? Aber... Ach, die habe ich selber. Genau, das waren irgendwelche Pflanzen oder so, meine ich. Moment, hier machen wir noch mal ein bisschen Dünger drauf. Müssen uns ja auch noch mal kurz... Oh, hier haben wir jetzt viele Schnecken mittlerweile. Krass. Ich hoffe mal, die helfen auch hier dieses Land ein bisschen zu verbessern. Was ist denn das? Achso, das ist das Wasser. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das da hinten, was da so durchfließt? So, du bist ganz außen. Du brauchst viel Widerstandskraft. Deswegen werden wir dich auch noch mal ein bisschen düngen. So, hier noch mal ein bisschen gießen. Ja, da geht auch immer ein Punkt runter, sehe ich gerade. Ach, schau mal einer an. Was haben wir denn hier? Na, wer wächst denn hier im Wasser? Ach so, euch habe ich, glaube ich, schon mal gesehen, weil... ich werde euch trotzdem... Ich werde euch trotzdem noch gießen, auch wenn ihr mitten im Wasser steht. Ja, es ist ja eigentlich so ein ganz komisches Wasser, deswegen. Da hinten sehe ich jetzt gerade nichts. Dem Baum hier gieße ich auf jeden Fall auch. Und er kriegt auch noch ein bisschen Dünger. Ich weiß nicht, ob das jetzt nützlich ist oder nicht, weil es ist halt ein Baum, ne? Aber ich versuche halt eben, alles so hinzukriegen. Die Sachen können wir aber noch mal kurz wegtun. So hinzukriegen, dass die halt bestmöglich wachsen. Oh, jetzt habe ich schon wieder total vergessen, was wo drin ist. Moment. Hier waren die Feensachen drin, genau. Dann habe ich hier die Essenssachen drin, oder? Hier sind die Tomaten. Die Stöcke könnte ich eigentlich lieber hier reintun. Da habe ich auch schon welche drin. So. So, dann gehen wir auch gleich zu Tin rüber. Allerdings muss ich dazu sagen, ja, was mit euch ist, da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht sicher. Ich habe ja versucht, den zu düngen, aber irgendwie habe ich nicht so das Gefühl gehabt. Ich denke mal, denen wird einfach noch zu viel entzogen hier. Ich hatte nicht so das Gefühl, dass die jetzt wirklich sich verbessert haben. Wir gehen sofort zu Tin, allerdings muss ich vorher... Nochmal kurz hier in der Backstube die Sachen mitnehmen. Ich will mir das jetzt ein bisschen angewöhnen, dass ich das am besten immer, ja, quasi zum Anfang der Folge mache. Damit ich dann da auch immer was zu essen machen kann. Ach so, und einer, oder ein Nee war es, glaube ich, hat auch in den Kommentaren geschrieben,
weswegen ich ja ein bisschen irritiert war, dass ich das alles nochmal machen konnte, also dass ich die Kisten nochmal öffnen konnte, hat in den Kommentaren geschrieben, dass es da wohl irgendeinen Fehler gegeben hatte und deswegen die ganzen Sachen alle zurückgesetzt wurden und man die Kisten nochmal looten konnte. Finde ich natürlich total klasse und vor allen Dingen finde ich das total klasse, dass wir das jetzt so zwischendurch dann auch machen konnten. So, den Kuchenteig brauchen wir, glaube ich, nochmal. Ne? Wenn nicht, habe ich den jetzt doppelt drin. Nee, okay, den hatte ich vorher noch nicht gut. Dann brauche ich demnächst nur noch die Zutaten. Dann können wir... Ach nee, das waren Kerzen oder sowas, glaube ich, die auf den Tischen waren. Ich wollte schon sagen, kann ich den Leuten jetzt die Suppe wegessen oder so? Dann können wir erstmal zu Tin noch gehen. Ach, was ist hiermit eigentlich? Hatten wir da noch was drin? Ja. Boah, wir hatten 10 Muffins drin, aber... Warte mal. Ah, doch. Moment. Hä? Waren 10 Muffins nicht 250 rum? Haben wir jetzt mehr dafür bekommen? Das ist natürlich cool. Jetzt habe ich natürlich nichts mehr, was wir reintun können. Aber das ist richtig cool. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal zu Tin. Die muss uns noch was sagen wegen diesen einen Platz da, diesen Kristallplatz. Hey, brauchst du noch was? Gibt es Neuigkeiten über die seltsamen Strukturen? Ja, diese Sache ist so aufregend. So etwas habe ich noch nie gesehen. Es ist extrem komplex, aber elegant. Es hat mir ziemlich Kopfschmerzen bereitet, es zu verstehen. Aber wenn man es einmal verstanden hat, versteht man es. Toller Satz. Das klingt sehr kompliziert. Haha, ja, um es kurz zu machen, ich glaube, es ist ein Portal. Ein Portal? Um genau zu sein, ist es ein Netzwerk von Portalen. Es scheint unglaublich alt zu sein. Älter als alle, die in dieser Stadt zusammen. Wow, ich frage mich, wer das gemacht hat. Ja, ich konnte noch nicht viele Informationen herausfinden, da es schon bessere Zeiten gesehen hat. In diesem Zustand ist es ziemlich kryptisch. Außerdem sieht es so aus, als hätte es sich selbst verschlossen, nachdem du es versehentlich benutzt hast. Versehentlich? Ich bin eine Frau, ich muss alles anfassen. Was du beim letzten Mal erlebt hast, muss eine Art magischer Schluckauf gewesen sein. Aber jetzt kommt der aufregendste Teil. Ich habe herausgefunden, wie ich es stabilisieren kann. Hier, ich habe diesen Portalschlüssel für dich gemacht. Mit diesem Schlüssel kannst du die Portale reaktivieren und nutzen, wann immer du willst. Der Schlüssel speichert außerdem alle Details, sodass ich weiß, was zu tun ist, wenn du einmal Hilfe brauchst. Okay. Und es sollte sicher sein, ihn zu benutzen. Sollte. Ja. Okay. Wow, danke. Moment mal. Was meinst du mit, es sollte sicher sein? Egal, wie viel du planst, die Welt ist voller Geheimnisse und unvorhergesehener Ereignisse. Aber es sollte sicher genug sein. Aber sei vorsichtig. Die Zaubersprüche, die ich für diesen Schlüssel verwendet habe, können Nebenwirkungen auf ähnliche Strukturen haben. Oh, okay. Ja, benutze den Schlüssel am Teleporter. Ich würde jetzt ehrlich gesagt gerne die Spitzhacke endlich mal benutzen und die Bereiche erkunden, aber ich möchte natürlich auch wissen, wie es hier weitergeht. Deswegen werden wir das jetzt erstmal machen mit dem Teleporter. Aber es sieht doch schon ganz schön aus. Also klar, wir haben noch nicht so viel jetzt gemacht, ne? Aber so langsam hier vorne kommt auch das Grün langsam zurück. Ich glaube, das ist sogar da, wo ich... Ja, das ist, glaube ich, da, wo ich den Dünger drauf gemacht habe, wenn mich nicht alles täuscht. So, hier. Ach, komm. Lass mich die doch mal gießen. Ich weiß, das sind Brennnessel, aber lass mich die doch trotzdem mal gießen, Mann. Und hier ist auch noch mal was. Ah, Hilfe. Da machen wir auch noch was drauf. Wenn wir jetzt gerade schon mal hier unterwegs sind. So. Ich muss doch gucken, dass die dann auch bestmöglich versorgt sind. So, Moment. Das war jetzt der Feen... Nee, das war dieser erste Teil. Ja. Wo sind wir denn hier? Ich kann gar nicht. Doch, damit kann ich zoomen. Zu Hause, Feenwald. Ach ja. Ja, 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 ja. Ja, genau, da müssen wir hin. Hier oben drauf, genau. Wobei das unten auch so eine Art Feenwald war, aber hier wollten wir hin, genau. Hm,
Aber auch wenn die Kisten nicht nochmal zu looten sind, sehe ich gerade, wir können dafür aber die Erdbeeren und so weiter hier nochmal looten. Das finde ich cool. Das ist richtig cool. Haben wir da auf jeden Fall, denke ich mal, auch genug von. Ich weiß zwar noch nicht wofür, aber haben wir auf jeden Fall genug von. So, was haben wir hier? Was? Sternbrise-Eistee? Also Sternbrise-Blatt oder sowas haben wir jetzt. Cool. Okay. So, jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir da jetzt nochmal hin? Haben wir hier noch was, was wir einsammeln können? Hier nicht. Da scheinbar auch nicht. Ich weiß jetzt nicht. Oh, wieso läuft die in die andere Richtung? Ich weiß jetzt. Oh, die gehen runter. Ah. Das ist ja fies. Okay, aber ich glaube, wie bin ich denn letztes Mal hier durchgelaufen? Ich glaube, man kam ja auch, genau, man kam auch auf dem anderen Weg noch hier rum. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob da oben noch irgendwas anderes war. Oh, die kann man einsammeln. Okay, Feengras. Nehmen wir gerne mit. Alter, sollst du rüberspringen? Da kann ich drunter laufen. Hier kommen die wieder. Vorausgesetzt, ich kann mich bewegen. Hm, aber wenn ich mich nicht bewege, bewegen die sich auch nicht. Na gut. Hier ist auch nichts mehr. So, hier kommen wir jetzt zu dem Kristall. Oh, halt, stopp. Was war denn das? Was habe ich denn hier gerade gesammelt? Ach, oder war das auch Feengras? Das kann natürlich auch sein. Sammeln. Moment, Moment. So. Haben wir die beim letzten Mal übersehen? Alter! Was kommt denn hier an Feengrassamen raus? Heftig. Können wir die unter Wasser eigentlich auch einsammeln? Nee, ne? Das können wir nur, weil wir hier... Ah, doch. Aber ich glaube, sonst ist ja nichts mehr. Ja, cool. Wie war das jetzt nochmal? Moment. Ach, ich muss erstmal wieder hochkommen. Verwenden. Hui. Oh, Moment. Feenwald? Fragezeichen. Ach, dann kann man... Ja, das ist ja cool. Öffnen. Dreieckiges Gerät, Eiskristalltischlampe. Aktivieren. Okay, wir haben ein Portal aktiviert. Können wir mit dir noch irgendwas... Kann man das irgendwie abbauen? Anscheinend nicht. Na gut. Dann gehen wir mal durch das Portal. Hallo? Cool. Kann man anscheinend nicht nehmen. Okay. Wo sind wir denn hier? Das ist ja mal richtig cool. Kann man das abbauen? Oh, ja. Kalkstein. Rezept Kalksteinpulver. Okay, Bernstein. Das ist ja... Okay, also das ist quasi eine Mine, wo wir uns hin teleportiert haben, ja? Ich hoffe mal, dass wir hier regelmäßig abbauen können. Drin ist auch noch eine Chest, okay. So, ich bräuchte ein Bild für mein Cover. Es tut mir leid. Aber wenn ich das nicht vorher mal eben gescreenshottet habe oder sowas, dann ist das immer so ein bisschen blöd von der Qualität her. Und die Screenshots sind halt in der Qualität, wie ich es mir anschaue. Also wie ich das Spiel spiele mit 2K.
sind dann also wesentlich besser. Nachtwächter, Bücherregal, dreieckiges Gerät. Okay. Aber viel mehr ist hier nicht, oder? Da kann man auch nicht... Schauen wir mal an der anderen Seite. Ah, hier ist noch was. Was haben wir hier? Dunkler Beistelltisch und lila Vorhänge. Die sehen cool aus. Ist halt alles so düster, ne? Irgendwie. Ich habe Unmengen jetzt hier an Kalkstein gefunden. Beziehungsweise finde gerade Unmengen an Kalkstein. 51 schon. Cool. Ich habe keine Ahnung, was ich damit mache. Aber für irgendwas wird es ja gut sein. Deswegen sammeln wir das auf jeden Fall mal ein. Finde einen alternativen Verwendungszweck für den Schlüssel. Boah. Das heißt jetzt was? Muss ich das hier in der Mine machen? Oder wo soll ich jetzt einen alternativen Verwendungszweck finden? Da komme ich nicht rüber, oder? Das ist zu weit weg. Da hinten ist noch was. Komme hier aber auch nicht hoch. Monddiamantspiegel. Ah, cool. Moment, ist das nicht so einer, wie ich den oben bei mir hängen habe? Das sieht halt so aus, als ob man da hochklettern kann, ne? Aber eigentlich kann man es nicht. Verwenden. Tja. Tinste. Kann ich da auch hin? Nee, oder? Ich kann doch nur hier hin dann. Feenwald. Da bin ich wieder hier. Wenn ich den jetzt nochmal verwende und wieder nach hier gehe. Das kommt jetzt schon automatisch runter. Die Frage ist jetzt... Die Frage ist jetzt, können wir da vielleicht noch andere zusammenbauen oder so? Ich meine, ich denke mal nicht. Ich denke mal, dass das jetzt so das einzige Portal ist, was wir jetzt nutzen können. Aktuell. Das ist so, als ob die defekt sind halt. Ne? Hier wäre jetzt noch ein Portal. Nehme ich an. Das müsste dann hochgehen. Aber dann bräuchte ich da hinten so einen neuen Stein. Und woher kriege ich diesen Stein? Also wenn ihr das wisst, ich lasse mich ja sonst nicht unbedingt gerne spoilern, sage ich mal, weil ich vieles gerne selber entdecke. Aber wenn ihr wisst, wie ich hier jetzt die anderen Portale reaktivieren kann, weil hier ist ganz offensichtlich noch ein Portal, was noch hochkommen muss. Da hinten ist noch eins und... Ja gut, das hier, glaube ich, sind eher keine, oder? Die muss man vielleicht zusammensetzen. Wenn ihr wisst, ob wir das jetzt überhaupt schon machen können und wenn ja, wie, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare, weil das würde mich wirklich interessieren. Also nochmal aktivieren klicken kann ich nicht. Gut, das Portal ist halt schon da. Ich gehe jetzt nochmal da rein. Oh! Oh, man kommt dann in unterschiedliche Portale. Das ist ja krass. Mondstanduhr. Wie geil ist das denn? Kann ich dich irgendwie abbauen? Nee, ne? Dich auch nicht? Okay. Aber ich hoffe, hier drin kann ich was abbauen. Das ist ja cool. Hey, das sieht ja geil aus. Oh, Eiskristall. Den kann ich abbauen. Antiker Kristall. Eiskristallkamin. Oh Gott, ich komme ja gar nicht mehr nach. Uralter Kristallsplitter. Oh, ich hoffe nur, ich habe genug Platz. Also die grünen, die darf ich nicht abbauen. Aber alles, was jetzt hier so klein drin ist, das darf ich abbauen. Ja, ja, ich bin ein bisschen weit, ich weiß. Ah, dafür brauche ich eine bessere Ausrüstung. Schade. Sonnenkristall ist das.
antiker Kristallsplitter. Oh mein Gott. Da hinten ist nochmal so eine Kiste. Vielleicht kommt die dann auch hoch und dann haben wir danach das aktiviert. Das kann auch sein. Damit hätte sich dann meine Frage theoretisch gerade schon... Ah nee, die kann man nur öffnen. Lila Kristall, Kristalllampe. Schade, okay. Meine Frage hat sich damit dann nicht geklärt. aber das ist krass. Das ist wirklich... Da muss ich immer eben hier... Wir hatten ja auch keinen Fotomodus, ne? War richtig. Einstellungen... Nee, ich glaube, wir hatten hier keinen Fotomodus. Wenn ich das jetzt nochmal mache, komme ich dann wieder in was anderes rein? Ist hier noch was? Nee. Okay. Das ist ja krass, ey. Ich finde das hier gerade so faszinierend. Ich weiß auch nicht. So, wir landen... Ach so, dann könnte ich aber theoretisch jetzt hier... Das ist aber immer die gleiche Tür, die hier runterkommt. Das ist richtig. Gehen wir nochmal da durch. Moment, müssen wir das vorher vielleicht nochmal aktivieren? Glaube ich nicht, aber... Jetzt sind wir wieder woanders. Alter! Wo sind wir denn jetzt hier? Oh mein Gott! Ich wusste ja nicht, dass das so aufregend wird und so groß hier ist. Ich meine, ich habe hier gerade noch was gesehen. Da müssen wir als erstes mal hin. Lila Bett. Also wir holen uns jetzt eine ganze Einrichtung in Lila. Obwohl Lila ist ja eigentlich eine meiner Lieblingsfarben. Lila in Kombination mit Schwarz ist total geil. Können wir dich abbauen? Du siehst so klein aus. Kommen wir nicht hin. Anscheinend nicht. Soll anscheinend nur den Weg leuchten oder so. Okay, hier können wir noch was einsammeln. Holzhocker. Dunkler Stuhl. Okay. Was sind das denn für Dinger? Oh mein Gott. Ich bin so fasziniert gerade. Also es tut mir leid. Ich weiß aber nicht, wie ich da hinkomme. Moment. Wenn ich jetzt da nochmal rausgehe, komme ich hier wahrscheinlich nicht mehr hin, oder? Die Frage ist, kann man irgendwas mit den Dingern hier machen? Habe ich irgendwas im Inventar vielleicht, was mir helfen könnte? Schafft eine magische Atmosphäre. Splitter des alten Kristalls. Wirklichkeit versteinerter. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Bin ich jetzt hier aber... Ich kann auch kein E drücken. Ich würde gerne da unten hingehen, aber ich werde kaputt gehen, wenn ich jetzt hier rumspringe, oder? Ist das so eine Glaubensfrage? Oder gehe ich dann kaputt? Das ist jetzt die Frage. Ich würde jetzt ungern kaputt gehen. Was ist denn jetzt hier zum Beispiel mit? Das ist so, als ob ich da rüber könnte. Muss ich vielleicht abwarten, bis man da irgendwo drüber laufen kann? Das kann auch nicht sein, oder? Nee. Aber die Zeichen, die haben doch bestimmt irgendwas zu bedeuten. Oh mein Gott. Ich will mich da jetzt nicht in die Tiefe stürzen. Aber ich würde gerne nach da hinten. Moment, ich speichere mal eben kurz das Spiel ab. So. Ich weiß halt nicht, wenn ich jetzt versuche, da so rüber zu laufen. Ich habe auf jeden Fall abgespeichert. Also selbst wenn jetzt irgendwas kaputt gehen sollte oder sowas. Kamikaze! Jetzt bin ich wieder hier. Okay. Aber die Sachen habe ich nur alle drin. Okay, das ist eigentlich das, was ich jetzt wissen wollte. Da oben ist nämlich auch noch... Da oben ist eine Kiste. Da komme ich doch nicht hin. Kamikaze! Ach, ich kann nicht springen dann. Scheiße.
Das ist blöd. Da oben ist auf jeden Fall was, was ich noch looten kann. Da ist was, was ich noch looten kann. Das ist fies. Das ist echt fies. Verwenden wir mal den Schlüssel. Oh, das ist gemein. Das ist echt gemein. Wenn man die Sachen vor der Nase hat und man weiß halt eben nicht, ne? Ich drücke einfach mal immer vorher auf Verwenden, aber ich weiß nicht, ob man das überhaupt muss. Ach, dann komme ich jetzt an dem Ort hier aus, weil ich den noch nicht erledigt habe, oder wie? Ja, aber ich glaube nicht, dass ich das heute hinkriegen werde. Ich glaube es nicht. Ich weiß halt nicht, was mit den Dingern hier ist. Muss ich hier vielleicht warten, bis sich hier irgendwas auftut oder so? Kann ich mir jetzt aber auch nicht vorstellen. Ich meine, wir warten mal einen Moment. Hinten das Grün war jetzt oben. Nee. Ich habe keine Ahnung. Da sind die Kristalle. Ich kann da ja auch nicht drauflaufen. Nee, ihr Lieben, es tut mir leid. Ich hätte das jetzt gerne herausgefunden, aber das Einzige, was halt immer passiert, ist, dass ich abstürze, ne? Ich kann auch nicht versuchen, da reinzukommen oder so. Das ist echt schade. Das ist echt schade. Ich hätte es gerne gewusst. Ich werde versuchen, mich da auf jeden Fall nochmal drüber zu informieren. Kann ich? Nee, direkt nach Hause kann ich nicht. Schade. Okay. Ist jetzt auch nichts Neues mehr. Moment, wo ist denn jetzt der Weg nach Hause? Da, ne? Nee. Hä? Nee, hier. Oder? Hilfe! Bin ich denn jetzt? Alter, was war das? Hä? Moment, sammeln? Feengras, okay. Wodurch bin ich denn jetzt so hochgesprungen? Och, komm. Hier steht doch die ganze Zeit sammeln. So. Keine Ahnung, wodurch ich jetzt so hochgesprungen bin. Oh, jetzt bin ich hier komplett auf der falschen Seite, glaube ich. So, hier komme ich auf jeden Fall wieder zurück. Aber das ist greifen. Nein, auch nicht das greifen. Den sollst du greifen, genau. So, Feenstaub. So. Und den kann man, glaube ich, noch nicht, oder? Also man kann immer nur die mit den Vierecken machen. Schau mal hier nochmal ein bisschen. Der war auf jeden Fall auch nichts mehr. Okay, gut. Ja, da müssen wir jetzt leider nach Hause gehen. Ich meine, gut, die Folge wäre jetzt natürlich auch sonst sehr lange geworden. Aber ich hätte halt schon gerne da jetzt durchgezogen, ne? Das wurmt mich jetzt, dass ich nicht weiß, wie man das macht. Also, wie gesagt, wenn ihr das schon gespielt habt... Oh, da ist nochmal eine Kiste. Wenn ihr das schon gespielt habt... Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ich da weiterkomme. Weil entweder bin ich da einfach zu doof zu, was natürlich auch sein kann. Ich meine, ne? Oder, ja, oder uns fehlt vielleicht noch irgendetwas. Das kann natürlich auch sein. Da bin ich mir nicht sicher. Wieso gehe ich jetzt wieder zurück? Oh mein Gott, ich werde nie wieder den Weg nach Hause finden. Hä? Moment. Hier über den Baumstamm. Da bin ich rübergekommen. Das weiß ich noch. Dann bin ich von da oben gekommen. Ach, da kann man auch nochmal hoch? Sehe ich jetzt gerade. Komme ich hier nicht mehr hoch, ne?
Moment, Moment, Moment. War ich hier überhaupt schon mal in der Ecke? Also erstens, ich komme jetzt tatsächlich nicht mehr zurück, so wie es aussieht. Ich bin zu doof, meinen Weg wieder zurückzufinden. Und zweitens, oder hätte ich da, nee, ich glaube, da muss ich da links rum, oder? Kann das sein? Und zweitens, ich würde gerne gucken, ob ich da eventuell darüber springen kann. Hier ist zum Beispiel auch noch eine Kiste. Blumenlampe, sehr schön. Aber da komme ich nicht hoch. Soll ich denn da hochkommen? Da hinten. Naja, nach rechts komme ich vielleicht noch rum, aber. Ja, da fängt ja schon mal das Problem schon an. Nee. Die springt halt nicht richtig. Das ist das Problem. Das lassen wir erstmal. Bin ich ganz ehrlich. Aber ich hätte halt schon gerne das mit den Kristallen jetzt heute gemacht. Moment, da bin ich rechts rumgelaufen und laufen jetzt hier links rum. Das sieht so nach. Nee, jetzt laufe ich wieder hier hin. Das ist doch scheiße. Och Mann, ich will hier nicht mehr reingehen. Ich verirre mich hier nur noch. Das ist doch auch jetzt wieder der falsche Weg, oder? Alter, ist das dein Ernst? Wo laufe ich denn jetzt hier hin? Oder? Oder? Oder, oder? Nein, ich habe den Ausgang gefunden. Ey, ich will da wirklich nicht mehr rein. Jetzt mal ohne Scheiß. Das ist so unübersichtlich, Mann. Ah, oh Gott. Ja. Finde einen alternativen Weg. Hm. Es ist wirklich zum Haare raufen. Hier habe ich jetzt das Feengras hingepflanzt. Ne? Oh, die sind auch ein bisschen größer geworden, glaube ich. Wasser, 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 Wasser. Hatte ich, glaube ich, nicht ganz voll. Ja gut, es ist nicht viel, aber... Hier ist ja nur Kompost drin. Ne? Da habe ich übrigens auch ein paar von diesen Kristallpflanzen mal reingeschmissen, weil die können wir ja auch... Ach, wir haben nur noch 25. Die können wir ja auch... Du sollst das da auffüllen. So. Die können wir auch kompostieren, das wollte ich sagen. So, jetzt haben wir ganz viel Feenzeugs dabei. Hier, Feenstaub müssen wir erstmal reinmachen. Dann Springkressenkraut. Dann haben wir Sternenbrise. Ja gut, Kalkstein, Bernstein ist eigentlich nichts von den Feen. Aber das machen wir jetzt auch mal mit da rein. Ist ja alles halt von diesem Feenbereich, sage ich mal, ne? Kristalllampe, die ist für hier. Eisenbarren. Okay, die Frage ist, wahrscheinlich brauchen wir das noch für irgendwas. So, dann... Die haben wir, glaube ich, jetzt hier nicht drin, aber ich tue das jetzt mal mit da rein. Erdbeeren haben wir noch, die Kleeblätter. Haben wir hier Tische? Ja, Tische nicht, wir haben Stühle. Ja, sollen wir hier Hocker hinsetzen? Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Hier ist alles mehr oder weniger voll, ne? Ach, Sonnenkristall hatte ich vorher auch schon. Echt jetzt? Wieso habe ich den Kompost eigentlich hier reingetan? Bin ich doof? Na gut, dann machen wir hier die Möbel rein, würde ich sagen. Die können wir nochmal hinstellen. Das tun wir hier rein. Achso, Moment, dann muss ich aber... Jetzt hebt das doch mal auf. So. Das stellen wir... Stellen wir das auf den Tisch? So, stellen wir auf den Tisch. Einschalten. So, sieht doch schön aus. Oder? Ich finde es gut. So, dann haben wir jetzt im Inventar auch nicht mehr so viel und wir können eigentlich schlafen gehen. Wobei, wir haben jetzt wieder einen neuen Tag irgendwie, ne?
Ist auch komisch. Aber egal. Ich gehe jetzt auf jeden Fall schlafen. Wie gesagt, wenn ihr wisst, wie wir da mit den Steinen weiterkommen, weil das würde ich halt gerne alles erkunden, ne? Dann schreibt es mir bitte, bitte, bitte in die Kommentare. Sollte ich bis zur nächsten Folge keine Antwort darauf finden, werden wir erstmal mit der Spitzhacke weitermachen. Weil da haben wir ja auch noch zwei Gebiete, wo wir hin können. Einmal bei Tin vorne. Da können wir nochmal reingehen und nochmal ein bisschen was abernten ist das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine, abbauen. Und dann sollten wir auch noch ein größeres Gebiet hinten haben, da wo der Fluss ist quasi bei uns, wo wir dann auch nochmal mit der Spitzhacke reinkommen werden. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt darauf, was wir da noch alles finden werden. Im Moment ist es gerade sehr aufregend. Ich finde es immer cool, aber immer nur dann, wenn man weiterkommt. Wenn man dann anfangen muss zu grinden oder so, zum Beispiel, wenn man Geld braucht, dann finde ich das immer ein bisschen doof. Aber, ach so, Thema Geld. 365. Ach nee, 365, ja klar, das war ja das Gesamtgeld, das war ja nicht das Geld, was wir da bekommen hatten. Das heißt aber für uns, wir könnten theoretisch die Schaufel noch holen. Ich mache das jetzt nur sehr ungerne, weil dadurch die Folge natürlich jetzt auch wieder noch länger wird. Aber wenn ich die richtigen Preise im Kopf habe, meine ich, könnten wir dadurch theoretisch die Schaufel noch holen. Den Hammer, da weiß ich ja jetzt im Moment immer noch nicht, wofür wir den eigentlich gekauft haben. Nee, gekauft haben wir den nicht, wir haben den geschenkt bekommen. Obwohl, ja doch, eigentlich gekauft, wir haben es ja abbezahlt danach. Schauen wir nochmal eben ganz schnell. Ja, ich brauche noch was, mach hinne. Ich würde gern was kaufen. Eisenbarren haben wir aktuell noch selber. Ja, silberne Gießkanne haben wir uns auch geholt, genau. Silberne Schaufel, die hätte ich gerne, das wäre 150. Und was ist mit dem Hammer hier? War der Hammer da drüber? Moment. Ach, den Hammer kriegen wir gar nicht. Oder haben wir den schon in... Nee, die anderen sind alles Silber. Kann man den Hammer nicht in... Oh gut, dann eben nicht. Ja gut, aber wir holen uns auf jeden Fall die silberne Schaufel. Ich gucke nochmal schnell nach. Ja. Einmal silberne Schaufel. Zum Graben von Löcher. Jetzt viel einfacher. Ja, was auch immer das heißen mag mit viel einfacher. Aber Sichel und so weiter haben wir ja schon. Gießkanne, bla bla bla. Asche, sie kommt überall hin. Haha. Und Glas ist klar. Was ist das hier? Da haben wir gar nichts von. Okay. Aber dann haben wir zumindest schon mal das bessere Werkzeug auch nochmal gekauft. Und wie gesagt, hier rechts in die Mine gehen wir dann in der nächsten Folge rein. Und ich gehe mal stark davon aus, ich hoffe es zumindest, dass wir dann auch noch genug Zeit haben, um in die andere Mine so da geradeaus irgendwo hinzugehen. Ich sollte aber echt mal gucken, dass ich hier drumherum überall noch Dünger verteile, ne? Weil wir haben das hier mal ausprobiert. Und das ist ja eigentlich besser geworden. Ich würde sagen, das mache ich offline dann auch nochmal so ein bisschen, bevor ich mich hinlege, weil dadurch ja ist halt der neue Tag immer wieder da und alles aufgeladen. Das werde ich jetzt hier nochmal machen und so gut es geht. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!